Hallo Freunde der Vernunft, ja. Es gibt einen Roman von 1981. Der handelt im Jahre 2020, und zwar über eine biologische Waffe, ein Virus, der von den USA in Wuhan eingesetzt wird. Tja, das ist ja schon der Hammer, ne? Diesen Roman gibt es und er ist fast 40 Jahre alt, 1981. So, und das ist ein Dean Konz oder Kunz, mit zwei O auf jeden Fall. The Eyes of the Darkness, also die Augen der Finsternis. Und die Geschichte beschreibt genau das, also dieser Roman beschreibt genau das, was heute passiert. Ja, das macht mir jetzt Angst, ja. Weil die Leute sterben wirklich weg, wie die Fliegen. In Italien, in vielen Ländern jetzt mittlerweile. Und ja, das ist schon der Hammer, finde ich. Ich finde, das ist der absolute Hammer. Ja, ich war von Anfang an, ich bin vorsorglich, immer vorsichtig. Und ich meine, wer mich schon lange kennt, und vor allen Dingen von den Discord-Server von Nicole Alexander, da habe ich viel erzählt, ich bin ja schon urlange vorbereitet, ich habe hier alles mit UVC und Licht und so, habe ich alles, ja, ich habe Luftreiniger mit UVC, also da wird alles kaputt gemacht, ja, ich habe größere UVC-Lampen, die man in der Hand, ja, also wenn ich irgendwie Post bekomme, dann wird erstmal alles desinfiziert mit diesem Licht, da überlebt nichts, auch kein Virus. Also seit dem Virus jetzt ist, ne? Seitdem machen wir das so. Und ja, ich will das jetzt nicht zu lange machen. Auf jeden Fall, ihr seht hier, ich habe das in Italien gefunden, Il Romanzo del Coronavirus, also das heißt der Roman des Coronavirus. Ne, 1981, also 1981, ne, Konst, si scriveva un'arma biologica il Wuhan. Also nel libro Gli occhi dell'oscurità si parla del Wuhan 400 Arma. Also ja, das versteht er sowieso nicht, wenn ich das auf Italienisch. Auf jeden Fall, ich habe ja alles dazu gesagt, was zu sagen ist. So, ich habe fertig.